Ja, das ist ein Fall, der ist mir auch aufgetragen worden, ein bisschen eine verwirrende Sequenz hineinzugeben. Das ist ein schwierig zu lösender Fall. Grundsätzlich gilt es einmal zu bemerken, die Blinddarmentzündung, der Appendizitis, ist nicht nur, wie das manche glauben, eine Erkrankung, die im Kindes- und im Jugendalter auftritt, sondern es gibt immer wieder auch Fälle, schon im etwas fortgeschrittenen oder überhaupt bei betagten Personen. Die Altersappendizitis wird oft übersehen, wenn man nicht daran denkt, dass es ein bisschen unspezifisch verläuft. Und es ist deshalb eine gefährliche Sache, die man auch als Laie eigentlich im Hinterkopf haben sollte, finde ich. Was spricht jetzt hier für diese Diagnose? Das Fieber, das nicht zu hoch ist, spricht dafür. Dann die Art, wie sich der Schmerz verändert. Dazu komme ich gleich. Und dass der Patient beim Treppabsteigen so einen Erschütterungsschmerz hat, wo also sozusagen durchgeschüttelt wird, nicht? Der entzündete Blinddarm, das ist auch typisch. Weniger verwertbar ist die Appetitlosigkeit, die auch geschildert wird. Es gibt Literatur, die behauptet, das sei relativ typisch für Blinddarmentzündungen im Gegensatz zur nächsten Differentialdiagnose, die ich gleich nennen werde, aber auf das würde ich mich nicht verlassen. Was sehr aussagekräftig ist, dass bei der Blinddarmentzündung es immer, oder in aller Regel, zu einem Wandern des Schmerzes kommt. Primär, solange nur der Darm oder nur ein Organ im Bauchraum betroffen ist, ohne dass die Bauchwand, das Bauchfell, ja, in irgendeiner Form mitbeteiligt ist, werden die Schmerzen immer im Bereich des Nabels, wie auch hier, empfunden. Und bei der typischen Blinddarmentzündung wandern diese Schmerzen dann nach rechts unten. Was passiert da? Die Entzündung schreitet voran. Die Appendix beginnt sich dann an das Bauchfell sozusagen, beginnt das Bauchfell mitzubeteiligen beim entzündlichen Prozess und dann, weil das Bauchfell eben auch Schmerzrezeptoren hat, entsteht dort der Schmerz und die Bauchdecke wird härter, was hier auch dann letzten Endes der Fall ist. Was hier nicht dazu passt, ist die Lokalisation, das war eben diese etwas irreführende Situation ist aber, gibt es aber immer wieder einmal, dass die, und daran sollte man nachdenken, dass der Blinddarm nicht rechts unten liegt, sondern der kann im Grunde genommen in seltenen Fällen eigentlich beinahe im gesamten Bauchraum zu liegen kommen. Und hier ist er offensichtlich also mehr in der Mitte gelegen, weil von einem Wandern des Schmerzes nach unten und sogar ein bisschen nach links die Rede ist. Die erste Differentialdiagnose, die Divertikulitis, ist sicher absolut auch in Erwägung zu ziehen, dass der Wahrscheinlichkeitsgrad nur wenig geringer, würde ich meinen. Da muss man schon sehr gut, glaube ich, sein, um das nur anhand der klinischen Angaben unterscheiden zu können. Was ist das überhaupt, eine Divertikulitis? Bei älteren Menschen entstehen sogenannte Divertikel. Verzeihung, entstehen sogenannte Divertikel. Das sind Aussackungen des Dickdarms, bevorzugt beim absteigenden Dickdarm, jetzt habe ich auf der falschen Seite gezeigt, beim absteigenden Dickdarm, beim Colon Deszendens auf der linken Seite. Deswegen auch die linksseitig typischerweise die Schmerzen. Die Divertikel als solche sind aber harmlos. Aber diese Divertikel können sich vermutlich, weil dort irgendwelche Kotreste, das ist nicht ganz geklärt, eben zurückbleiben können sich entzünden. Das ist gar nicht so selten und deswegen, ich wiederhole aber eben typisch aus der linken Seite, wird auch die Divertikulitis, das heißt die Blinddarmentzündung des alten Menschen bezeichnet. Die Häufigkeiten, das kann man sich so grob einprägen, entsprechen im Prozent ungefähr dem Lebensalter. Das heißt, 50-Jähriger, 50% haben solche Divertikel symptomlose in der Regel. Nicht? 70% bei den 70-Jährigen, das ist in etwa die Häufigkeit. Was gegen die Divertikulitis spricht, sind eigentlich zwei Dinge.
Erstens einmal ist meistens doch der Stuhl in irgendeiner Form betroffen, Blut im Stuhl oder anders wie verändert, davon ist hier überhaupt keine Rede. Und zweitens war der Patient zufälligerweise vor kurzem bei einer Darmspiegelung, vermutlich zur Krebsvorsorge, und da wurde also nichts gesehen. Es wurde ihm ausdrücklich mitgeteilt, er habe keine Divertikel, und wo keine Divertikel, dort gibt es auch keine Divertikulitis. Dass sich die in der Zwischenzeit gebildet hätten, ist also vielleicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich. Das bewegt mich also, das als zweite Diagnose zu rein, nicht als erste. Die Bauchgrippe, wie es so allgemein heißt, die Gastroenteritis, die wir hier auch zur Diskussion haben, ist eine immens häufige Erkrankung. Dass im Familienverband ein weiteres Mitglied erkrankt ist, würde auch dafür sprechen, dass diese Diagnose zumindest in Frage kommt. Es gibt aber selten im Rahmen einer solchen Gastroenteritis lokalisierte starke Schmerzen im Bereich der Bauchdecke, und auch dieser doch über längere Zeit sich hinerstreckende Verlauf mit Fieber, Übelkeit und so weiter ist untypisch. Meistens flaut das dann nach ein, zwei Tagen schon wieder ab, und hier ist aber eigentlich ein Anstieg der Beschwerdesymptomatik zu vermerken. Außerdem ist kein Durchfall dabei, der bei Bauchgrippe eigentlich fast immer dabei ist, also auch eine unwahrscheinliche Diagnose. Die Gallenkolik, die kommt eigentlich nicht in Betracht. Die Gallenkolik wird ganz typischerweise unter dem rechten Rippenbogen, eben dort, wo die Galle liegt, oder manches Mal auch, gar nicht so selten, in der Mitte des Bauches, des Oberbauches lokalisiert. Das sind krampfende oder oft, anders als der Name Kolik nahelegen würde, auch drückende Beschwerden. Nichts spricht dafür. Man hat im Rahmen einer Gallenkolik zum Beispiel auch kein Fieber. Das wäre dann schon eine Komplikation, nicht wie zum Beispiel ein Gallenstein, der in den Gallen abführenden Wegen sich verfangen hat, eine Cholezystodiasis oder eine Cholangitis, eine Entzündung der Galle abführenden Wege. Ist ein schweres Krankheitsbild, und das ist hier eindeutig nicht vorliegend. Das Zwölffingerdarmgeschwür oder Magen-Zwölffingerdarmgeschwür, die nächste Differentialdiagnose, ist aus Gründen, die nicht bekannt sind, im Wesentlichen mit Hypothesen, sehr selten geworden. Früher hat man das in der Arztpraxis recht häufig gesehen. Heutzutage kommt also kaum ein Patient mit einem Magen- oder einem Zwölffingerdarmgeschwür des Weges. Ja. Das kann sich schon einmal so auch eher diskret ankündigen, ja, mit einem Schmerz, allerdings auch eher im Oberbauchbereich. Aber wenn nicht ein Risikofaktor vorliegt, wie zum Beispiel ein Aufenthalt auf einer Intensivstation oder massive medizinische Maßnahmen, das ist der sogenannte Stressulkus dann, oder, auch davon ist hier nicht die Rede, wenn in großer Menge gewisse schmerzstillende Substanzen eingenommen werden, das ist auch ein Risikofaktor, dann kommt es auch heutzutage noch zu solchen Geschwürsleiden, und das ist nicht der Fall. Recht häufig ist ein Hinweis auf ein Magen-Darm-Geschwür, das könnte man sich vielleicht auch merken, ein pechschwarz verfärbter Stuhl, das ist Blut im Stuhl. Wenn man so etwas einmal beobachtet, auch an sich selbst oder so, das wäre ein Alarmsignal in diese Richtung. Da geht es eilends zu handeln, ist hier nicht der Fall. Die Leberzirrhose ist de facto auszuschließen, das spricht gleich gar nichts dafür. Das ist auch ein ganz, je nach Stadium, ganz buntes Bild. Die Leute sind schwer krank, haben einen aufgeblähten Bauch zum Beispiel durch Bauchwasser, sind insgesamt abgemagert und in einem schlechten Zustand. Möglicherweise haben sie auch leichte Schmerzen im Leberbereich. Das ist eine Diagnose, die eigentlich so gut wie nichts spricht. Die Magenentzündung, die Gastritis, ich glaube, unter dem Namen ist sie ja praktisch eingebürgert, die ist natürlich auch sehr häufig, aber ebenso unwahrscheinlich, weil auch hier wie beim Geschwürsleiden, die Schmerzen wiederum streng unterhalb des Brustbeins in aller Regel sind im Oberbauch. Und auslösende Faktoren wie zum Beispiel
Medikamente oder gewisse Genussmittel oder in Kombination Alkohol etc. Der Patient nicht zu sich genommen hat. Also auch eine unwahrscheinliche Diagnose. Und letztlich die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die ist ebenfalls extrem unwahrscheinlich. Was hätte man denn da? Da hätte man wahrscheinlich eine Veränderung des Stuhlverhaltens. Die Bauchspeicheldrüsenentzündung kommt nämlich entweder in den allermeisten Fällen durch Alkoholmissbrauch oder durch Abgang eines Gallensteins, das wäre also dann ein Folgeleiden mögliches, nicht? Durch Abgang eines Gallensteins, der den Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse verlegt, zustande. Und der Bauchspeichel, der verantwortlich ist für die Verdauung der Nahrungsmittel, kann das dann nicht tun. Fett bleibt im Stuhl und das verändert den Stuhl charakteristisch. Davon ist keine Rede. Und außerdem sind die Schmerzen bei der Bauchspeicheldrüse ausgesprochen intensiv. Da gibt es kaum Zeit herumzudiskutieren oder irgendwie abzuwarten. Das sind eklatante Schmerzen, die sofort zum Arzt führen. Ist es auch nicht anzunehmen. Ja, da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Wenn der Verdacht aufkommt, dann muss rasch operiert werden, weil es gerade so aktuell ist, möchte ich dazu sagen. Das ist ein paar Monate alt, aber da gibt es wirklich ernsthafte Versuche, die man bei alten Menschen sicher nicht anstrengen würde, dass man auch mit Antibiotika behandelt. Das wird sich vielleicht einmal durchsetzen. Die Heilungsraten sollen da in etwa identisch sein, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei einer Appendizitis ist es absolute Operationsindikation, und zwar schnell.